Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leistenschneider Live hier aus der Ehrenstraße, aus dem wunderbaren Köln hier. Vielen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben, heute Abend dabei zu sein. Und auch vielen Dank für diejenigen, die das nachträglich sehen. Es sind ja teilweise tausende Aufrufe noch nachher. Das freut uns sehr. Und auch über die ganz vielen Kommentare, die unter den Videos stehen, auch da freuen wir uns sehr. Heute haben wir ein super neues Thema oder ein super Thema, und zwar das Thema Wildlife-Fotografie. Und da bin ich ja inhaltlich ganz weit weg in meiner Art der Fotografie. Deswegen habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von dem wunderbaren Wildlife-Fotografen und Kollegen Norbert Prey. Norbert, schön, dass du hier bist. Hallo Ben, schön, dass ich eingeladen wurde zum Livestream. Ich hatte ja eine weite Anreise von der Theke hier rüber. Genau, du bist ja hier im Verkauf tätig. Genau. Und bist natürlich ein sensationeller Naturfotograf. Und da hatten wir beide die Idee, da müssen wir doch zu dem Thema was machen, weil natürlich viele Kunden dich zu diesem Thema ansprechen. Die wollen was wissen von dir. Und wir haben auch ganz viele E-Mails bekommen vorher mit Fragen. Und ich hoffe, wir haben das ja zusammen vorbereitet, dass das alles so ist, wie sich die meisten das wünschen, Norbert. Du hast auf deiner Homepage und auch wie in der Beschreibung geschrieben, dein Biologielehrer hat dich zu diesem Thema geführt. Erzähl mal ein bisschen drüber. Ja, man hat ja Kindheitsträume. Und einer meiner Kindheitsträume war, ich war fasziniert von Jacques Cousteau. Mhm. Thema war nur, Jacques Cousteau war unter Wasser und Tauchen und so weiter war noch nicht so mein Ding. Und mein Biologielehrer, auch ein preisgekrönter Naturfotograf, hat auch Fotokurse gegeben. Hm. Und so kam ich natürlich als Biologieinteressierter in die Welt hinein, der Natur. Und anfänglich, na klar, damals alles war noch analog, mit Pentax gearbeitet, mit Festbrennweiten, Spiegeltele, was man auch so kannte. Hm. Man hatte natürlich einen Höllenausschuss, musste sich daran testen. Und was nimmt man natürlich am besten dafür? Man war noch klein, die Vögel im Park. Weil die in der Nähe sind, ne? Wieso kamst du überhaupt zu den Vögeln oder Tieren zum Fotografieren? Ja, das ist relativ einfach. Ne? Jetzt haben wir natürlich in unserem Breitengrad wenig Elefanten, wenig Giraffen. Mhm. Also was nimmst du denn da? Mhm. Vögel gibt es häufige. Also in jedem Park hast du was. Meisel, Amseln, Falken, Stare und so weiter. Und so fing das dann an. Ich habe mich dafür interessiert, auch wie die sich bewegen. Schöne Gefieder, tolle Tiere. Mhm. Und so fing das dann an, dass ich den Schwerpunkt Vogelfotografie dann entwickelt habe. Du sagst das Thema Park. Der Park ist sicherlich ein Ort, wo man gut anfangen kann. Ne? Du hast mir erzählt, die Tiere sind an die Menschen gewöhnt. Ja, du hast also jedes Tier hat natürlich eine Fluchtdistanz. Und das ist natürlich, wenn du durch den Wald läufst und du sagst, willst du erstmal die tollen Bilder machen, das wird nicht gelingen. Weil die sind deutlich scheuer, die hören dich, bevor du die hörst und die sind weg. Meistens sitzen die in den Baumgipfeln. Im Park ist das anders. Ne? Also Meisen, die werden teilweise angefüttert, auch Tauben, du hast teilweise die Nilgänse, die auf dich zukommen und so weiter. Das ist eine gute Basis, um, wenn man mit der Vogelfotografie anfangen möchte, da auch dann zu üben, zu sagen, so, das ist mal meine Welt, weil das ist ein Erfolgserlebnis. Die Vogelfotografie kann man ja das ganze Jahr betreiben. Das heißt, unabhängig vom Wetter gibt es immer was zu fotografieren. Das ist das Schöne dabei. Ja, absolut. Wir haben natürlich viele Zugvögel. Hm? Das meiste bekommen wir gar nicht mit. Also die Singvögel, die ziehen nachts. Hm? Interessanterweise in ganz Europa über 40 Milliarden. Also um eine Zahl zu nennen. Aber es kommen dann halt die Wintergäste, also die Rotkehlchen, die wir hier auch im Winter sehen, das sind keine Standvögel, das sind tatsächlich die aus dem Norden. Ah, okay. Die kommen hier hin, unsere sind weg, ne, im Süden. Und das ist natürlich was, Meisen bleiben hier. Du hast viele Gänse zu Besuch, teilweise Kormorane, die hier einfach da bleiben. Exoten auch, die aus dem Norden kommen, die dann hier überwintern. Also gibt es schon einiges zu sehen. In Köln haben wir eine Besonderheit. Wir haben ja ganz viele freifliegende Papageien, ist richtig. Ja. Und bei uns um die Ecke ist ein Baum, da schlafen die abends. Die kommen die Ehrenstraße runtergeflogen, bevor es dunkel wird. Ein Riesenspektakel. Na, also selbst das, es lohnt sich da auch in der Stadt sowas zu fotografieren. Ja, absolut. Also Vogelfotografie, Naturfotografie, ich kann nur sagen Parks. Interessanterweise der Melatenfriedhof hier. In Köln, riesengroßer Lebensraum, lohnt sich immer mal da auch mit der Kamera bewaffnet mal durchzulaufen. Innenstädte, Platalen, also die Sittiche, das sind die Alexander-Sittiche oder Halsband-Sittiche, die lieben Platalen und die haben Schlafbäume. Und da treffen die sich dann wirklich dann in einer großen Menge und den Radau hörst du. Das Gefühl, genau. Genau, wenn du Pech hast, hast du den Baum im Garten stehen, weil da schläfst du nicht mehr. Ja, genau. Ja?
Aber auch das ist ein schöner Lebensraum. Also wenn du einen Garten hast oder einen Balkon, du hast ein paar Bäume, ein paar Büsche im Hintergrund, es lohnt sich einfach mal, sich hinzusetzen auf den Balkon und zu warten. Du hast immer ein schönes Motiv. Wir haben mal so ein bisschen überlegt, wie ist denn der Einstieg von der Kameratechnik-Seite her? Wir beide haben festgestellt, die Bridge-Kamera, hier haben wir eine stehen, ja, ist eine sehr gute Geschichte. Die Bridge-Kamera ist eine Kamera, die ein großes Objektiv eingebaut hat, in dem Fall von 25 bis ja fast 500 mm. Die hat alle manuellen wie automatischen Möglichkeiten, auch Serienschaltung, das braucht man schon mal ab und zu mal. Die hat einen schnellen Autofokus, die ist einfach zu bedienen, auch gerade mit den Motivprogrammen. Sieht, man kann Filter dran setzen und das Schönste, man kann sie mitnehmen und sie ist klein und leicht. Absolut. Vor allem die Kamera kann auch alles, was eine Systemkamera kann. Systemkamera heißt also nichts anderes als, das ist eine Kamera, wo man das Objektiv wechseln kann. Das ist eine Systemkamera. Ja. Die hat das alles in einer kompakten Einheit verbaut, mit dem sogenannten Telezoom, der rausfährt. Tolle Reisekamera, die tolle Kamera für unterwegs. Und wenn man jetzt sagen will, ich will jetzt nicht so viel auslegen, ich will aber etwas haben, was alles kann, ist die Bridge-Kamera optimal. Und natürlich, wenn den ja schon alles hat, auch dann macht die Sinn, weil auch natürlich möchte man eine Kamera, die mit einer Qualität dabei haben, preislich bei einer Panasonic FZ2000 etwa um die 1000 Euro. Ja? Und da hat man schon ein Modell. Und ich habe natürlich das gemacht, was du empfohlen hast, weil ich bin ja ein Laie in dem Ganzen. Und ich habe mitgenommen, fotografiert und wir sehen im ersten Bild, wo fängt man an? Natürlich zu Hause. Ja? Hier einfach auch quer übers Wohnzimmer hinweg fotografiert. Wildlife hat man auch manchmal im Wohnzimmer. Absolut. Ja? Und man sieht hier ISO 1600. Kein Problem für die Kamera. Nein, absolut. Und vor allem, was man im Bild auch sieht, ist auch, da kommen wir später noch mal zu, Blende und so weiter, scharfe Ebene. Warum da oft auch Blödsinn erzählt wird, das muss besonders lichtstark sein, da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, und dann ist es klar, wenn man im nächsten Bild mal schaut, das Licht ist natürlich gegeben in der Naturfotografie. Wie hier bin ich bei uns in den Wald gegangen. Ne? Und gerade der Herbst hat ein fantastisches Licht. Absolut. Ne? Eine Bridge-Kamera hat auch heute so einen hohen Dynamikumfang im RAW, dass man ins volle Gegenlicht rein fotografieren kann. Man kriegt vorne immer noch schön Zeichnung rein. Ja, absolut. Ne? Aber im Wald, wenn man auch dann in Bildern weiterschaut, sieht man, üben auch an Dingen, hast du gesagt, ich habe es umgesetzt. Ja. Ja, also an Dingen üben, die sich vielleicht erstmal nicht bewegen, die interessant sind am Wegesrand. Ne? Was bei dem Bild sehr interessant ist auch, also wie gesagt, man muss sich auch davon freimachen, dass man jetzt durch den Wald rennt und hat dann 200 Treffer. Das wird nicht passieren. Das kann passieren, aber die Realität sieht anders aus. Deswegen ist immer ganz schön, wenn man jetzt diesen Baumpilz auch, wenn man den fotografiert. Und das Schöne ist dabei auch die Bildkomposition. Das ist eigentlich immer wichtig, dass man auch ein Bild ablichtet, Motiv so ablichtet, dass es eine Geschichte erzählt. Und das ist einfach schön eingefangen. Rechts auch die Rinde. Der ist auf der schönen Höhe. Man sieht da ein bisschen die Tautropfen. Tolles Bild. Dankeschön. Ja, und dann ist es bei uns in der Nähe. Also alles war in einem Spaziergang von der Stunde, ein Naturschutzgebiet. Ne? Das sind Wasserbüffel, die da im Wasser liegen. Ne? Mittags, deswegen das Licht ein bisschen hart. Ne? Aber auch das geht mit so einer Bridge-Kamera wunderbar. Ja. Dann hat mein Sohn, der hat gesagt, Papi, hier ist links eine kleine Raupe, eine Bridge-Kamera, hat einen super Naheinstellbereich. Das Tier war vielleicht 2-3 Zentimeter groß, wenn überhaupt. Ne? Kann man mit fotografieren mit so einer Kamera. Ja, vor allen Dingen, was man hier auch sieht, ist auch das schöne Kontrastspiel. Ne? Also die grüne Raupe hebt sich komplett von der ganzen Szenerie hervor, ist wunderbar platziert. Schönes Foto. Dankeschön. Jetzt sieht man was. Wir werden so ein bisschen mit dem Teleobjektiv arbeiten und du hast gesagt, wir müssen darauf hinweisen, bei dem Tele wird die Perspektive gestaucht. Gestern fotografiert aus dem Bergischen Land in die Eifel hinein. Ja? Und da sieht man natürlich die Stauchung vom Tele ganz hervorragend. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt unterwegs bin und bin mit meiner Frau unterwegs, wir gehen wandern und ähnliches, ich kann nicht die ganze Zeit ein Setup aufbauen, meine Frau da hinsetzen und ich fotografiere nach 5 Stunden bei Wildlife. Das heißt, wenn ich dann auch die Landschaftsaufnahmen mache, ich habe auch über 70-200 oder was dabei, ohne Levario-Optik, wenn ich die Canon R7 mitnehme, so meine All-Go-Kamera, das Kit-Objektiv, 18 bis 150, total underrated, super schönes Objektiv.
Was du damit machst, ist einfach, wenn du jetzt nur Weitwinkel so eine Landschaftsaufnahme nimmst, das heißt, dann kann das Bild ganz schnell langweilig werden. Ne? Für dich als Betrachter, das ist toll, wenn du da anguckst, viel drauf, aber eigentlich nichts. Und wenn du das Bild so ein bisschen reinzoomst, das heißt, dass du auch die Ebenen der verschiedenen Hügelketten da siehst, wenn du den Dunst mit hinten siehst und so weiter, dann hast du auch den Bildausschnitt so, dass das Bild wieder eine Geschichte erzählt. Um die Distanz zu sehen, sieht man im nächsten Bild, habe ich mal eingetragen, wie weit das weg ist, also 35 bis 55 Kilometer. Was für, die Panasonic hat ja ein Tele, was knapp 500 mm geht, da geht das schon gut. Ne? Ja. Und man muss ein bisschen Glück haben im Licht, wie immer, ne, dass dann auch Zeichnung da ist und dann klappt das. Ne? Ja, fotografieren heißt ja nichts anderes als Gestalt mit Licht. Mhm. Und das ist halt immer das. Ne? Also bei der Landschaftsfotografie ist das noch viel, viel wichtiger als bei der Wildlife-Fotografie. Mhm. Da ist Licht alles. Mhm. Ne? Also wenn du dann mittags zur prallen Sonne dann fotografierst, du hast sehr harte Schatten, du siehst viele Nuancen Licht. Deswegen ist einfach die Naturfotografie ist immer das Schönste. Und Landschaftsfotografie früh morgens oder abends, kurz vor Sonnenuntergang, hast einfach das schönste Licht. Wir werden ja von dir nachher fantastische Bilder sehen. Davor wird so ein bisschen da mal in Technik eingemachte, in einem Harmlosen gehen. Ja. Ne? Und dann, gestern Abend sagt meine Frau noch, komm, lass uns mit dem Hund noch mal rausgehen. Und was war da? Der Mond, ja, sieht man hier im Bild, auch mit der Kamera fotografiert. Ich habe noch ein bisschen Aufschnitt gemacht, aber das ist noch von der Qualität ganz hervorragend. Aus der Hand. Ne? Super. Dann hast du gesagt, hör mal, blend doch besser ab. Ne? Ja. Auch wenn der Mond sehr weit weg ist, ich glaube 318.000 Kilometer, also ist ja schon mal eine Strecke. Mhm. Der Mond ist sehr hell, der wird ja von der Sonne angestrahlt. Und deswegen, man braucht keine hohe ISO-Zahl, eine relativ kurze Belichtungszeit, 1/200, 1/320, wie du gewählt hast. Jetzt gibt es ja kein Patentrezept für die Kamera. Also was ich da immer empfehle, ist, dass man ein bisschen abblendet, mal 5, 6, 7, 1, 8 oder 11. Man muss da ein bisschen gucken, mit der ISO ein bisschen spielen. Weil dadurch hast du auch den ganzen Mond im Gesamten scharf. Mhm. Und ein kleiner Tipp für die Mondfotografen, der Vollmond ist völlig langweilig. Der zunehmende Mond ist eigentlich der interessante, weil dann hast du an der linken Seite, die den Schatten überlauf hat, da hast du die Karteausprägung und ja, wunderschönes Motiv. Ja, und ich meine, ich habe Belichtungsmessungen, ist am besten dann mit der Spotmessung, das bietet die Panasonic auch oder anderen Kameras, den Mond exakt anzumessen, dass man das sozusagen die Kamera nicht aufhält, weil der Hintergrund dunkel ist. Ne? Ja. Und dann kriegt man ein exaktes Bild rein. Jetzt haben wir noch ein bisschen was mitgebracht. Dann haben wir gesagt, was ist die nächste Stufe denn? Na, jetzt haben wir hier eine schöne Spiegelreflex liegen. Ja. Erklär mal ein bisschen, wieso wir die ausgesucht haben hier. Also gerade jetzt, wenn wir in den Wildlife-Bereich reingehen, sind eigentlich drei Faktoren wichtig. Also ich brauche eine solide Kamera, ich brauche einen sehr guten Autofokus und ich brauche Brennweite. Weil es gibt eine alte Naturfotografenregel, egal was du vorne dran hast, du musst mehr haben. Was ist denn so eine Brennweite, wo du sagst, da geht's los? Also das kommt immer darauf an, was man fotografiert, wo man fotografiert. Also eine meiner Lieblingslinsen ist eine 100-400er. Die sind recht lichtstark, die sind von der Abbildungsleistung her sensationell gut. Aber oftmals reicht das nicht. Weil man kann sich in vielen Orten, auch in Deutschland, in Naturparks, darf sich nicht frei bewegen. Du bist also an die Wege gebunden. Ich bin ja Mitglied bei Nature First, das ist ein Verband von Naturfotografen, die sich auch die Regeln halten. Weil immer mehr Reviere werden auch leider gesperrt, weil die Leute sich nicht dran halten. Jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten. Also du kannst ansitzen oder es gibt Beobachtungshütten, was ich immer ganz gut empfehle für Starter. Also 600 mm, so ein 150-600er, das ist schon eine gute Wahl. In diesem Fall ist das Sigma. Das Sigma Contemporary ist eine grandios gute Einstiegslinse. Das ist jetzt hier mit dem Canon EF-Mount. EF-Mount ist also der Anschluss für die Spiegelkamera. Ich nutze das mit der 5D Mark IV. Die 5D Mark IV ist eine Profikamera. Und wenn ich sage Profikamera, kriegen ja schon die meisten Angst. Nein, Profi heißt eigentlich nur, dass die Kamera extrem gutmütig ist, dass die ein paar Optionen bietet, die halt die normale Kamera nicht bietet. Und was ich immer empfehle, ist auch, wenn ich mir sowas kaufe, ich gehe in Fachhandel und kaufe sowas Secondhand, weil A, ich kriege die 12 Monate Gewährleistung, ich habe ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liegen hierbei in der Kombination? In der Kombination liegen wir ungefähr bei 1700, 1800, ein bisschen mehr, vielleicht 1850. Aber man hat ja da auch nur manchmal so 50 Euro, die man wegmachen kann. Und damit hat man ein sehr, sehr gutes Setup. Das heißt, damit, wir werden gleich Bilder sehen, die du gemacht hast. Damit kann man professionell Wildlife-Fotografie betreiben. Ja, kann man. Der Unterschied Profi und Amateur ist eigentlich nur, der Profi bekommt dafür Geld. Obwohl das heutzutage in der Wildlife-Fotografie auch schon schwierig geworden ist. Also die, die natürlich etabliert sind, die haben da natürlich die besseren Möglichkeiten.
Aber das, ja. Aber das ist halt so. So, dann, recht ruhig weiter. Ja. Ja? Also das ist halt so der Unterschied. Ne? Die Kameras unterscheiden sich natürlich in ein paar Faktoren. Ein Faktor ist auch, ein Faktor ist zum Beispiel auch, welche Serienbildgeschwindigkeit habe ich. Ich habe einen schönen Spruch gehört, der, der hieß, wenn du mit 7 Bildern pro Sekunde nicht kriegst, das kriegst du mit 12 auch nicht. Da ist auch ein bisschen was dran. Spiegelkameras, hier warum die 5D Mark IV oder ich hole gleich mal ein Pendant von Nikon auch dazu. Die Kamera ist sehr robust und in der Naturfotografie geht es eigentlich nicht darum, dass das Material danach so schön aussieht wie vorher. Du legst es auch mal ins nasse Gemüse rein und so weiter, wenn du die Kamera wechselst oder den Standort ein bisschen wechselst. Das muss die Kamera abkönnen. Und selbst das Contemporary hat ja noch einen großen Bruder, das Sports. Ja. Das Sports ist noch ein bisschen schneller vom Autofokus, ein bisschen robuster gebaut. Aber auch das hat einen Spritzwasserstaubschutz, genau wie die Kamera. Und damit bist du eigentlich auch sehr gut aufgestellt. Jetzt sprach ich ja gerade von Nikon. Und hast gesagt, wir hatten eine Sekunde, glaube ich, ein ganz kleines technisches Problem, also wieder in Ordnung, ne? Läuft wieder. Ne? Ja. Sehr gut. Wir sind ja live unterwegs. Genau. Ne? Eine der besten und meistgenutzten Wildlife-Kameras ist tatsächlich Nikon D500. Das ist auch eine Spiegelkamera, auch extrem robust. Die ist eigentlich genauso gebaut wie die 850er, also das Flaggschiff. Hat eines der besten und schnellsten Autofokussysteme. Und hier kann man natürlich auch mal sagen, wenn ich jetzt hier eine 300 mm Festbrennweite dran setze mit einer 4.0er Offenblende, also sehr lichtstark ist auch, da die einen APS-C-Sensor hat, das heißt etwas kleiner als der Vollformatsensor bei der 5D Mark IV. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, Vollformatsensor ist das, was früher das Negativ war beim Kleinbildfilm. Und hier habe ich dann ungefähr eine Brennweite von 450 mm. Auch schon gut ausreichend. Das ist schon ausreichend. Als Festbrennweite habe ich natürlich hier den Vorteil auch, Festbrennweiten sind in der Regel immer ein bisschen schärfer als ein Telezoom. Es gibt da natürlich mal Ausnahmen, die da auch durchaus mithalten können. Davon haben wir hier zwei stehen. Aber das ist natürlich auch ein gutes Einsteiger-Set. So, da sind wir bei 1250 Euro dabei. Und ja, tolles Setup. Jetzt, wir räumen mal gerade den Tisch so ein bisschen auf hier, weil jetzt kommt was ganz Großes, was du hier vorbereitet hast. Ja, auf der Seite. Wo man sagt, jetzt geht's mal weiter. Das hat ja hier, ich sag mal, eine ganz außergewöhnliche, ja fast gefährlich anmutende... Das hier ist eine Festbrennweite. Das ist ein 600 mm Objektiv. Bei 600 mm habe ich keine Durchgang. 4.0 Offenblende, das heißt also sehr, sehr lichtstark. Das Objektiv ist grandios schön, von der Schärfe her. Du hast ein wunderschönes Bokeh. Also Bokeh heißt auch die Weichzeichnung im Hintergrund. Und das ist auch eine Profilinse, eine der meistverwendeten Profilinsen. Das ist natürlich nichts, was du auch eben auf die Schulter klopfst und dann einfach durch den Wald rennst. Du hast hier unten drunter, sehe ich gerade, eine sehr, sehr abgefahrene Kombination. Du wirst so die Optik am Boden benutzen. Ja, ich bin ja viel auf der Iberischen Halbinsel. Wenn es darum geht, auch Wasservögel oder Stelzvögel oder Schreitvögel wie Flamingos oder Strandläufer oder sowas zu fotografieren. Und tatsächlich nutze ich dieses Stativ am Strand. Das hat den Vorteil gegenüber den anderen Stativen, die man jetzt auch bodennah einhalten kann. Ich kann das Stativ so über den Strand rutschen. Und wenn ich mich dann hinlege und kann das so mit zwei, drei Fingern bedienen, über diese Affenschaukel, so noch. Die auch auf ein Normalstativ geht natürlich, die ganz wichtig ist für den Naturfotografen. Genau. Und damit habe ich natürlich den Vorteil, weil das ist eigentlich das Ziel bei der Naturfotografie. Man sollte immer versuchen, auf Augenhöhe mit dem abzulichtenden Objekt zu sein. Das gelingt natürlich nicht immer. Die meisten Beobachtungshütten oder sowas bieten das nicht. Die müssen immer oberhalb der Wasserkante. Aber das ist natürlich dann das, mit dem man da wunderschöne Fotos hinbekommt. Jetzt haben wir hier hinten, ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen, wenn wir das mal, glaube ich, wieder runternehmen, dann sehen wir ein Tarnzelt. Ja, da bist du wieder. So, ein Tarnzelt und hier ein Hocker, wenn du da mal was drüber sagen kannst. Ja? Also der Hocker hier, der ist wunderbar, der ist zusammenklappbar, den habe ich auch immer dabei. Der wiegt nichts, ne? Also ich glaube 300 Gramm oder so weiter. Es gibt ja auch so Dreibeinhocker. Da sitzt man immer so mit der Affe auf dem Schleimstein. Die sind wirklich stabil, sehr bequem. Und das mache ich zum Beispiel manchmal, wenn ich unterwegs bin. Ich setze mich an den Waldrand oder an den Rand einer Weide. Du kennst die schönen Weidezäune oder so. Setze mich hin und warte mal, ob ich Greifvögel erwische. Oder was, Profi-Tipp, wenn der Bauer die Maat beginnt,
hinsetzen an den Rand oder an den Waldrand und warten. Weil das ist immer der Zeitpunkt, wenn Störche nach draußen sind, die kommen, die Greifvögel kommen, Füchse kommen, weil das wird das kalte Buffet. Da, ja, man muss sagen. Zieht die magisch an, die wissen das, wenn die Maat kommt, sind die da. Jetzt wollte einer rein, die war schon geschlagen. Ja. So was sollte man dabei haben. Ich meine, man kann sich auf einen Hosenboden auch setzen, aber da sitzt man einfach deutlich bequemer. Und auch wenn man in sowas sitzt, dann ist das natürlich klasse, weil ich habe hier verschiedene Öffnungen. Ich kann also auf der Höhe kann ich dann arbeiten. Ich kann auch bodennah arbeiten. Ich habe Seitenöffnungen, dort ich rausgehen kann. Doch wofür brauche ich das? Es gibt natürlich Vögel, die sind sehr, sehr scheu. Eisvögel zum Beispiel, also jeder will den Eisvogel fotografieren. Greifvögel, wenn die auffliegen, sind die erstmal die nächsten Stunden weg. Da hast du keine Chance. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man den Platz hat, großes Grundstück, einfach hinstellen, einfach Imprägnierspray drüber, haben die Vögel sich daran gewöhnt. Du wirst dich wundern, wie nah die kommen. Ansonsten ist es aber auch so interessant, wenn du mal wirklich mal die Porträts und Nahaufnahmen machen willst, wir haben ja gleich zwei, drei davon, dann ist das natürlich hervorragend, weil du verschreckst die Vögel nicht. Ich werfe immer noch hier so einen Tarnschal vorne über das Objektiv. Ich nehme dir mal hier was ab, ja. Das ist eigentlich so total klasse. Kriegst einen BW-Shop oder so weiter. Das sind so Tarnnetze. Die wirfst du einfach vorne über das Objektiv drüber. Und dann ist das Thema erledigt. Oder wenn du sagst, ich habe gar keine Lust auf sowas. Es gibt auch sogenannte Tarnponchos. Ja, die haben so, siehst du, ein bisschen 3D-Muster drauf. Und hier ist natürlich das Interessante, das Material hier, da sollte man darauf achten, dass das nicht raschelt. Weil Vögel hören extrem gut. Das Gleiche gilt natürlich auch für Füchse oder ähnliches. Wenn die ein Geräusch hören, sind die weg. Wo wir gerade beim Hören dabei sind, hör ich auf. Rotwild oder Dammwild oder Reh oder so weiter. Wenn du schon da sitzt und die kommen auf die Wiese, die fressen weiter. Die hauen erst dann ab, wenn du dazukommst. Okay. Das heißt, auf einmal, das ist so eine Pattsituation. Was machst du? Du bewegst dich nicht. Du musst natürlich nur schauen, dass du nicht in deren Windrichtung sitzt, weil da riechen die, sind die weg. Das ist so ein klarer Tipp. Und dafür ist sowas gut. Dann hast du gesagt, einen Rucksack hier. Also ein Rucksack, da haben wir den ausgesucht hier von Doppel Pro. Kannst du ein bisschen was zu erklären, wieso das die Rucksackserie deiner Wahl ist? Ja. Zum Ersten ist, ich bekomme hier viel rein. Das ist schon mal wichtig. Ne? Man muss also den Rucksack nicht danach aussuchen, wie cool der aussieht, sondern wofür brauche ich den. Wenn ich das hier mal öffne, ich kann also hier die Trennelemente rausnehmen. Ich kriege da auch einen 100, 500er rein oder 100, 400er, auch das 150, 600er Sigma. Auf der anderen Seite Kamera. Ich kann mir vielleicht noch einen Weitwinkel reinsetzen. Ich kann Akkus reinsetzen. Hier oben noch vielleicht noch ein Getränk oder irgendwas oder eine Regenjacke. Sollte man immer dabei haben. Die sind sehr robust, toller Tragerkomfort. Und was das Schöne ist an dieser Farbe hier, ich glaube, die nennt sich Mika, das ist, die kannst du auch einfach mal ins Gras werfen, ohne dass die direkt Flecken haben. Ne? Die weil sie also, von vornherein das Gras quasi als Farbe haben. Genau. Dafür sind die eigentlich optimal. Also ich habe den 450er, den 400er und den 500er. Der Trend geht ja zum 5- oder 6 Rucksack. Ja, das kommt automatisch, weil die Objektive werden größer, dann passt das da nicht mehr rein. Also die wandern mit, die wachsen mit, genau wie deine Objektive. Je nachdem, wie leidenschaftlich du die Naturfotografie betreibst oder wie leidenschaftlich du sagst, so jetzt will ich in den nächsten Level der Qualität reinkommen. Ja, gibt es nicht nur bei den Linsen da eine große Auswahl, auch bei den Rucksäcken. Ja, so das ist. Du hast hier ein Buch vorbereitet, weil du sagst, natürlich muss ich ein bisschen was über die Tiere wissen. Ja. Und vielleicht kann man es auch mal in die Kamera halten. Ja. Also generell ist bei der Vogelfotografie ist das so, wenn ich jetzt losstürme im Park oder so weiter, dann funktioniert das. Ne? Das Problem ist aber, die meisten wilden Vögel, die sind sehr scheu. Das heißt, man muss erstmal wissen, wo finde ich die. Da gibt es natürlich auch so Birding-Spots und so weiter. Online kann man ein bisschen suchen. Leute fragen, hör mal, was hast du da gesehen? Man muss viel reden, man muss sich viel informieren. Das ist immer wichtig, die Hausaufgaben vorher zu machen, damit man ein Erfolgserlebnis nach Hause kommt. So, dann hast du schöne Vögel abgelichtet, jetzt weißt du aber nicht, wer das ist. Oder es gibt bei Vogelfotografen so eine Bibel, das ist der Vogelführer. Im Volksmund auch nur der Svensson genannt. Einfach Svensson eingeben, das ist das. Und wenn man das mal sieht, die sind alle illustriert. Da steht auch drin, wie das Männlein aussieht, das Weibchen aussieht. Und wann die ziehen. Ein bisschen höher. Ne? Ja. Wann die ziehen. Und so weiter. Also alles ist da drin. Aber noch für den Laien, es gibt noch einen guten Tipp, wie man das Männchen und das Weibchen beim Vogel unterscheiden kann. Das Weibchen ist das mit der Handtasche. Okay, alles klar. Ja. Ja. Mal hier. Ja. So, jetzt
Du hast ja Bilder vorbereitet, ne, wo du sagst, okay, die willst du mal zeigen, was so geht und was an der Qualität der Dinge geht. Ganz wichtig ist, wir verlosen ja nachher was, sich schon mal zu merken, welche Namen oder wenn ein Bild einem gefällt, da steht immer der Tiername drauf. Ne? Ja. Und sich das schon mal zu merken. Ne? Ja. Wenn wir mal umschalten auf den Laptop, sieht man hier, ja, wir sind ja vom Mond zur Nachteule. Ja? Genau. Ja, nicht ganz. Das ist der Uhu. Oh. Und also durch den Wald laufen, Uhu zu fotografieren, das wird nicht funktionieren. Mhm. Man muss also wissen, wo die sitzen. Und ich habe dann einen Tipp bekommen. Mhm. Dann hatte ich mein Tarzelt dabei, habe das dann 2 Tage aufgebaut, hatte dann über ein Wochenende mich hingesetzt und tatsächlich hat sich das Kerlchen wenige Meter von mir dann auf den Ast gesetzt. Ja, wunderschönes Porträt. Der war also so nah, dass ich ihn gar nicht ganz drauf bekam. Mhm. Ich hatte auch keinen Zoom dabei, ich hatte eine Festbrennweite dabei. Ja. Und 5D Mark IV fotografiert, also als Beweis, ne, was die Kamera kann. Genau. Ne? Im nächsten Bild sieht man ja einen, was ist es? Das ist der Waldbaumläufer. Mhm. Es gibt den Gartenbaumläufer, den Waldbaumläufer. Wie man die unterscheidet, kann man googeln oder ein Buch nachlesen. Und man sieht auch dann oberhalb des Schnabels auch, sieht man so ein paar kleine Holzsprenkel. Ja, ist eine unfassbare Schärfe, das Bild, ja. Ja, weil dieses Kerlchen, das rennt tatsächlich die Baum hoch und runter, deswegen heißt der Waldläufer, der macht 4 Kilometer am Tag zu Fuß. Und der pickt dann Insektenlarven und sowas, pickt er dann aus der Rinde raus. Und ja, da sehen wir auch wieder, Bildaufbau ist auch interessant. Man sollte immer schauen, dass man im Hintergrund Distanz hat, so dass er natürlich dann auch eine schöne Freistellung des Motivs hat. Ne? Ja, es ist ja im Prinzip so ähnlich. Natürlich, ich hatte den Starz mit dem Pilz am Anfang, ne? Ähnliches Bild. Ja, hier im Flug. Ja. Ja, der König der deutschen Vögel, das ist der Seeadler. Und wir haben tatsächlich in Deutschland einige Reviere, außer jetzt da oben an der Müritz und in Brandenburg. Es gibt tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen Gebiete, wo es Seeadler gibt. Allerdings braucht man da sehr viel Glück, weil die sind extrem geschützt. Und die Seeadler sind dann auch so weit weg, das heißt, die kriegst du nicht mit Riesentäne. Ne? Also die sind, ich weiß, dass die 800 Meter von einer Beobachtungshütte wegbrüten. Da brauchst du ein bisschen Glück. Ich könnte jetzt einen Tipp abgeben. Ich habe dieses Bild übrigens im Winter gemacht, weil die müssen ja auch fressen, bei schlechtem Wetter. Bei schlechtem Wetter sind weniger Leute unterwegs, das heißt, man hat mal das Glück, dass sie etwas näher kommen. Und wenn du das so hast, dass der fast auf Augenhöhe vorbeifliegt, hast du schon viel Glück. Ganz wichtig, es können schon Fragen im Chat gestellt werden, die kriege ich nachher zugeschickt und dann werden wir gleich mal schauen, dass wir auf diese Fragen so ein bisschen eingehen. Ja. Ne? Dann weiter ist wieder ein, ich würde ihn auch als Adler bezeichnen. Ne? Nein, das ist tatsächlich der Wanderfalke, den habe ich auf der Iberischen Halbinsel aufgenommen. Und das war so, als ob der ein bisschen mit mir spielt. Es gibt da in der Gegend auch Störche, die da in den Felsen brüten. Und auf einmal kam das kleine Kerlchen an. Und er hat sich so präsent dahingesetzt. Wie gesagt, da geht es also dann knapp 180 Meter steil bergab. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist auch sehr windig dort oben. Ja, hat sich in Position gesetzt und hat mich immer näher rangelassen. Es ist wichtig, also nicht hektisch das Objektiv hochreißen. Auch nicht schnell drauf zulaufen. Langsam geduckt, immer so Stück für Stück. Man merkt das, wenn der Vogel unruhig wird, dann ist er weg. Oftmals ist er weg, du kriegst das Bild nicht. Hier hat alles gepasst. Sigma 150 600, ne? Ja. Also das Objektiv, was wir eben besprochen haben. Ne? Adaptiert eine spiegellose Kamera, die Canon R6. Ich glaube, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich arbeite mit Canon hauptsächlich. Und ja, tolle Kombination. Nächste Bild ist auch sehr interessant. Ne? Ja, da ist er, der Eisvogel. Den haben wir eben schon mal gehabt im Gespräch. Den haben wir eben schon mal gehabt und zu dem Bild gibt es eine schöne Geschichte im Hintergrund. Das Bild habe ich relativ früh morgens aufgemacht, der ist also im schönen Licht. Und zwar, das habe ich im Winter aufgenommen. Also es war schneidig kalt und das Schöne ist, die Eisvögel müssen trotzdem fressen. Da kommen die nicht dran vorbei. Da habe ich mir natürlich, ich weiß, wo welche sind, aber die Reviere von denen sind sehr, sehr groß. Und da war ein Großteil der Wasserfläche war zugefroren, also ich habe mich dann gut präsentiert, gewartet. Er kam an, ich hatte genau 2 Minuten für dieses Foto. Wie lange hast du gewartet? 5-6 Stunden. Ich kann nur jedem empfehlen, der das mal macht im Winter, gute Ansitzstiefel. Das ist so, ja. Der Star. Und dann kommen wir wieder zum Anfangsthema, wo übe ich denn? Es gibt hier in Köln gibt's ja den Stadtpark, wo auch hinten dieser Wildpark ist und so weiter. Und da habe ich den Star aufgenommen, da sind ein paar Leute, die haben ein paar Futterstellen aufgesetzt. Und der Star kam an, hat sich da schön präsentiert. Ich hatte eine gute Brennweite, das heißt, dass er wirklich formatfüllend sich so präsentiert hat. Man sieht, wie schön das Gefieder ist. Wunderschöner Vogel. Und toll zum Üben. Weil er hier ganzjährig ist, das ganze Jahr da. Genau. Okay. Der ist, ja, nein.
Das sind eigentlich auch Zuvögel, aber der war relativ früh da. Es gibt tatsächlich auch so Auslaben. Das heißt, wenn die genug Futter haben oder sowas, bleiben die da. Das ist keine Generalgeschichte, aber viele bleiben. Das siehst du auch bei Störchen. Es gibt ja mittlerweile Störche, die auch hier überwintern, weil haben alles, was sie brauchen. Ist warm. Ist warm, passt. Dann sehen wir weiter. Das ist... Das ist ein Gänsesägerweibchen. Die Männchen haben so eine blau-schwarze Haube. Das ist eigentlich der schönere Vogel von den beiden. Normalerweise sind ja die Männchen, die das Prachtkleid haben. Und das ist natürlich dann auch schön, warum das Licht manchmal entscheidend ist. Das war früh morgens auch aufgenommen und das ist aus der Beobachtungshütte. Da habe ich aber wirklich, da gab es so ein Loch, da lag ich so ganz verkrümmt auf dem Boden, dass du relativ versuchst, so den Winkel flach zu halten. Über Wasser schwierig. Das ist schwierig und das ist natürlich da auch schön gewesen. Das Wasser war sehr ruhig, also früh morgens hast du auch ruhigere Gewässer, sodass man auch schön die Spiegelung mit reinbekommt. Ja? Dann hier die Zwergseeschwalbe. Ja, die habe ich auf der Iberischen Halbinsel aufgenommen, also da passte alles. Das sieht ja ein bisschen aus wie ein Gemälde. Auch das Licht im Hintergrund, normalerweise sind die Fotos von einem blauen Himmel nicht so schön. Ich habe da hinten so eine Wolkenlinie da drin und das habe ich mit der Festbrennweite gemacht, Canon RF 800, 11.0 aus der Hand. Jetzt sagen alle 11.0, das kann nichts. Doch, das kann richtig was. Es ist sehr leicht. Wenn du das entsprechende Licht hast oder so weiter, hast du so ausreichend Lichtqualität. Das Objektiv ist scharf. Aber muss dann ein bisschen üben, weil 800 mm aus der Hand, das ist schon Brett. Das ist schon ein enger Winkel, der da ist. Genau. Ne? Und im nächsten Bild sehen wir auch einen Vogel mit ganz langen Beinen. Ja, das ist der Stelzenläufer. Das ist auch so ein sogenannter Wart- und Schreitvogel. Den habe ich auf der Iberischen Halbinsel aufgenommen. Kann man auch mit viel Glück, kriegst du den aber auch hier, wo Gewässer sind. Und ja, da sehen wir auch wieder, dass dann dass der Winkel wieder schön ist. Und das mache ich übrigens auch gerne mit einer APS-C-Kamera. Nicht nur, weil durch den Crop-Faktor, kurz erklärt, Crop-Faktor heißt, das Bild, wenn das hier der Sensor ist von Vollformat oder Kleinbildformat, ist der Crop-Faktor kleiner. Das heißt, ich habe also diesen Ausschnitt vom Bild. Und dadurch wirkt das Bild etwas gestauchter. Oder salopp gesagt, ein 600 mm Objektiv wirkt dann wie 860 mm. Und das ist schon eine Menge. Schon ein Unterschied. Ne? Genau. Hier im Flug. Ja, das ist der Schwarzmilan. Ein gutes Mittel, um den Schwarzmilan vom Rotmilan zu erkennen, ist, der Schwarzmilan hat 6 Finger, also das sind die Fingerfedern, der Rotmilan 5. Und das ist natürlich auch immer der Klassiker. Man sieht ja oft auch im Internet die Bilder, so der Mäusebussard von unten. Mäusebussard ist der häufigste Greifvogel in Deutschland. Da sollte man auch von der Bildkomposition mal ein bisschen anders angehen, weil die Greifvögel, die kreisen auch. Und wenn er so 300, 400 Meter hoch ist, dann ist das Bild halt nichts. Am Anfang ist man natürlich froh, man hat ein scharfes Bild gemacht. Und dann muss man sich weiterentwickeln, auch die Bildkomposition. Mal schauen, wenn er eindreht. Im Bergischen Land, wo du wohnst, du kennst das, da hast du viele Milane, hat man auch den Vorteil, ich gehe ein bisschen auf eine Anhöhe. Der Milan segelt schön durchs Tal. Und dann habe ich auch das Glück, dass ich einen relativ guten Winkel habe, dass das aussieht, als ist der 10 Meter von mir weg. Hier sehen wir auch ein interessantes Bild. Ne? Ja, das sind zwei Turmfalken. Und eines davon ist ein Jungvogel. Der ist also jetzt schon so weit, dass er anfängt, seine ersten Jagdversuche zu machen. Und die kloppen sich da ein bisschen auf so einem Zaun. Das heißt, Augen auf. Und dann kommen wir zur Uhrzeit. Es gibt ja die zwei berühmten Worte, blaue Stunde, goldene Stunde. Tatsächlich ist das so, wenn du jetzt Vögel oder sowas fotografierst, früh morgens ist eigentlich tatsächlich die beste Zeit, so kurz nach Sonnenaufgang, weil die haben alle Hunger, die wollen los. Und wenn die im Jagdmodus sind oder mit Fresse beschäftigt sind, lassen sich etwas näher ran. Das heißt, solange der Betrieb kommt, die Leute kommen, Fahrradfahrer, Fußgänger und so weiter, ziehen die sich auch zurück. Und das Licht... Jetzt sagt man natürlich, man hat dann weniger harte Schatten. Das Problem ist aber, wenn du jetzt einige Vögel hast, die sind gezeitenabhängig und so weiter, die interessiert das nicht. Da musst du auch mal mittags ran, weil da kannst du auch mit den harten Schatten eine schöne Bildkomposition aufbauen. Interessant ist, man kommt ja von den ISO ziemlich hoch immer. Ne? Also wie stellst du deine Kamera denn ein? Also ich lasse die ISO immer auf Automatik. Du hast ja bei den modernen Kameras hast du ja immer mindestens ein C-Programm. Andere haben C1, C2, C3. Also ein spezielles Setup, was man abspeichern kann. Im Prinzip arbeite ich rein manuell, lass aber die ISO immer auf Auto. Genau so rum.
Das heißt, ich stelle mir eine Grundbelichtungszeit ein, die Grundblende. Hm. Dann habe ich dann verschiedene Fokusfelder, die ich einstelle. Und ich arbeite mit dem Back-Button-Fokus. Mhm. Jetzt fragen alle, was soll das? Das heißt, hier vorne löse ich nur aus. Mhm. Ich mache damit die Belichtungsmessung. Aber hier hinten steuere ich meinen Fokus. Das heißt, das kann ich hier mit dem AF on. Selbst bei der Panasonic. Ja. Jetzt sagt man sich natürlich, wofür ist das denn gut? Mhm. Das Problem ist, wenn ich jetzt fokussiere, so ein Fokus ist manchmal recht klein. So, und hat ja ein geschecktes Gefieder, das heißt, die Kamera, der Fokus erkennt das nicht. Egal welche. Ob es eine von denen, ob eine Kamera für 8.000 Euro, die können das nicht mehr erkennen, weil über die Phase, die Natur hat sich was bei gedacht. So, das fokussiere ich vor, manchmal auf so einen Zaunpfahl und so weiter. Und wenn ich dann vom Stativ oder aus der Hand mich nicht in meiner Position verändere, habe ich danach über das Auslösen den Fokus noch gehalten. Okay. Ich kann mir zwar auch den Fokuspunkt abspeichern, aber so ist das deutlich einfacher. Und jetzt haben wir moderne Kameras, auch zum Beispiel eine Augenerkennung oder Tiererkennung. Das heißt, ich aktiviere erst den Single Spot, den man kennt, fokussiere vor und dann gehe ich erst auf die Tiererkennung, um dem Fokus den Weg leichter zu machen. Interessant. Ja. Achso, und noch zum Abschluss. Immer im Fokusmodus und Servo. Servo oder Continuous, das heißt, der verfolgt. Und immer der Serienbildgeschwindigkeit. Damit du direkt hinterher die Bilder hast und du suchst ja eins der vielen Bilder aus, die dann messen. Dann im nächsten Bild einen. Das ist ein Säbelschnäbler. Interessant. Auch hier schöner Bildaufbau, finde ich, weil du die geraden Linien dahinter hast im Bokeh. Ne? Und das hast du auch aufgenommen mit dem Sigma-Objektiv und der EOS 5D Mark IV. Also in der Kombination, wo wir sagen, okay, das ist jetzt mal gebraucht, ein super Setup für den, der mal in diesen Bereich hineingehen möchte. Ja, weil viele Vögel sind etwas weiter weg, deswegen brauchst du die Brennweite. Und die Augenerkennung funktioniert nicht bei jedem Vogel. Weil es gibt ja, wie gesagt, die Natur ist dabei gedacht, weil es das Auge dunkel im dunklen Feld. Und da kannst du auch, wenn jetzt zum Beispiel mit einem Neudorffeld oder so weiter und beim mit ein bisschen abblendest oder so weiter, dann hast du den ganzen Vogel scharf drauf, kriegst du mit, ziehst ein bisschen mit, wartest, bis der Fokus gegriffen hat, löst den Auslöser aus und läuft. Schönes Foto. So, im nächsten Bild hier, das ist natürlich echt Wildlife, weil das Meer dahinter ist. Ja. Ne? Das ist auch was ganz Spezielles und zwar, das sind Störche, die einzigen Störche weltweit, die auf der, in den Klippen. Also da geht es richtig runter, da geht es 200 Meter runter und da ist es ruppig, ne? Auch vom Wind her. Das ist die gleiche Ecke, wo ich auch den Wanderfalke da fotografiert habe. Und ja, das ist phänomenal, das zu beobachten, Störche, die tatsächlich in den Felsen brüten. Dann ist ein Wunder, dass du noch hier bist, weil im nächsten Bild, das sieht schon sehr gefährlich aus. Ja, erzähl mal da ein bisschen was zu. Den hast du persönlich getroffen. Den habe ich persönlich getroffen. Die Perspektive ist da natürlich ein bisschen bedrohlich. Das machst du nicht alleine. Ne? Du gehst da nicht alleine rein. Das war in den Karpaten. Und da hattest du auch einen Führer dabei gehabt. Und wir standen auch recht sicher. Ich hatte auch eine gute Brennweite dabei. Das war das 500 mm Festbrennweite. Das heißt, dass du auch einen Sicherheitsabstand wahren kannst. Und wir auch auf jeden Fall sicher waren, dass wir nicht attackiert werden. Und die Jungs sind schnell. Glaube ich. Also stell dich nie in den Weg, weil du bist für die kein Opfer. Ein Predator, also ein Raubtier, greift eigentlich ein Raubtier selten an, anderes, ne? Weil wir gelten ja auch als Raubtiere für die. Aber wenn du bei dem Weg bist oder die haben Jungtiere oder du stehst vor deren Futterquelle, dann wird's eng. Im nächsten Bild hier ein Fischotter. Ja, das war ein Zufallsbild, weil ich wollte etwas anderes fotografieren. Und auf einmal raschelt's da und dann auf einmal, ich saß hier da im Zelt. Oder beziehungsweise lag da drin, hatte unten das geöffnet. Und da kam der Fischotter vorbei und hat mich ganz neugierig begutachtet. Ja, und dann ist auch dieses Foto aus dieser schönen Perspektive entstanden. Jetzt kommt mein Lieblingsbild, was da ist, von einer Wildkatze in der Eifel. Ja. Also das leuchtet das Bild. Ja, da passte alles. Eigentlich ging ich auf Dachse, aber wie gesagt, du musst natürlich Informationen haben, wo finde ich was. Und dieser Lichtstrahl kam durch das Unterholz und die Wildkatze genau in dem Winkel getroffen, die da vorbeischlich, wo man auch diese schönen Augen sieht und all das, ist auch eines meiner Lieblingsbilder. Das, also ein ganz, ganz tolles Bild. Ja. Also wir haben ja schon gesagt, sich die Bilder merken und das Tier merken, das kann nachher für die Verlosung wichtig sein. Ja, im nächsten Bild einen Hirsch. Ja, das ist der klassische Rothirsch, wie wir ihn kennen. Und der war ein bisschen müde, hat sich ausgeruht, weil das war während der Brunft. Und die Hirschbrunft, also die kämpfen ja gegenseitig. Und so ein Hirsch
In freier Natur, oder? Ja, in freier Natur. Die kommen natürlich nicht zur Ruhe, wenn man weiß, wo das gibt. Also es gibt zum Beispiel die Driebohrer Höhe, ganz bekannt in der Eifel, das Obertrosshütte. Das Bild ist aber in Holland entstanden. Mhm. Also ich habe da einen Tipp bekommen, wo die auch sind. Und ja, schönes wenn Bild. Er so müde ist, dann sind wir entspannt, weil die haben keine Lust, dich zu attackieren. Mhm. Sind übrigens gefährlich, wenn die in Brunft sind, weil dann bist du Konkurrent. Dann kommen jetzt beeindruckende Nahaufnahmen, wenn man jetzt mal das Bild sieht hier. Wie kriegt man die Schärfe hin? Ja, das ist natürlich auch eine Übungssache. Ne? Also wenn du jetzt dreimal gegen den Ball trittst, wird der FC Bayern dich nicht anrufen, dich als Profi anheuern. Mhm. Man muss schon üben. Ne? Man muss also wissen, was kann meine Kamera. Ich stelle nicht bewusst ein. Ich weiß mittlerweile, ich sehe was und ich weiß, was ich einstellen muss. Ne? Ich stelle eine Rädchen oder zwei und hab das. Das ist so ein verlängerter Arm meine Kamera. Mhm. Jetzt ist natürlich bei dem Bild natürlich wieder die Qualität entscheidend, weil irgendwann kommt der Punkt. Mhm. Und da brauchst du natürlich auch ein Objektiv mit einem sehr, sehr schnellen Autofokus. Mhm. Das ist das Canon RF 100-500. Mhm. Das ist schon eine Rakete, das Teil. Mhm. Und ja, die Schwebfliege ging drauf und das Objektiv ist rasiermesserscharf, oder Ablichtung. Und ja. Auch im nächsten Bild ne, sieht man hier, das ist das RF 100 bis 400. Genau. Ja, und auch extrem scharf. Ja, und das ist übrigens mal Reiseobjektiv. Total günstig, übrigens ein Geheimtipp. Ne? Mhm. Das liegt bei, ich glaube, 640 Euro. Mhm. Und wiegt nichts, ist auch sehr, sehr schnell. Mhm. Und also das kann man auch jedem empfehlen, der sagt, hör mal, ich will das mit einer APS-C oder einer Vollformatkamera kombinieren. Man kriegt vieles hin. Du brauchst also dafür nicht unbedingt ein Makro, weil du hast hier den Vorteil mit den Objektiven. Mhm. Du hast ein bisschen Abstand. Mhm. Das heißt, du bedrohst sie nicht, du bist dann aus der Fluchtdistanz bei denen raus und kannst herrliche Aufnahmen machen. Und bei der Auflösung kannst du immer noch einen Ausschnitt machen, kein Problem. Du kannst auch noch einen Ausschnitt machen, klar, mhm. weil wie gesagt, die Canon R7, die hat 32,5 Megapixel. Mhm. Das entspricht bei Vollformat ungefähr 83 Megapixel, also so ein richtig Bums im Bild. Mhm. Und da kannst du natürlich auch noch einen Ausschnitt machen, aber ich versuche das immer so zu bauen, dass ich keinen Ausschnitt mehr mache. Also verzichte lieber auf Bilder. Das gehört so dazu, in einer Wildlife-Fotografie darf eigentlich nicht wirklich nachgearbeitet werden. Also wer im Wettbewerb mitmachen möchte, muss ein RAW einchecken. Ja. Also wenn du jetzt wirklich an seriösen Wettbewerben teilnimmst, deswegen ist auch das, was ich Schülern immer gesagt habe, wenn ich Wildlife-Kurse gegeben habe, achtet auf die Bildkomposition. Mhm. Weil wenn du häufig zu retuschieren, das Bild noch zu beschneiden oder das Bild ist zu dunkel nachbearbeiten, bist du raus. Mhm. Ja? So einfach ist das. Und im letzten Bild sehen wir dich bei der Arbeit. Genau, also schweres Gepäck dabei. Da habe ich übrigens den Lowe Pro. Den Lowe Pro. Und da ist das, da habe ich die Störche fotografiert. Da war ich auch mit dem 150-600er Sigma unterwegs. Weil manchmal im Reisegepäck musst du natürlich aufpassen, was nimmst du mit. Ne? Du bist ja da limitiert. Mhm. Und ja, guter Allrounder. Und das war dann halt an dieser Steilküste, wo auch die Störche sind. Mhm. Und da musst du höllisch aufpassen, weil ein Windstoß und das war's dann mit dir. Ne? So, jetzt kommen wir. Erstmal können natürlich jetzt alle auch gerne mal Fragen im Chat reinstellen. Die meisten sehen es natürlich nachträglich. Wenn in den Kommentaren Fragen sind, werden wir die auch beantworten. Oder man kann hier anrufen, dir eine E-Mail schicken oder am besten direkt vorbeikommen hier. Erstmal muss eine E-Mail geschickt werden an Köln mit oe@foto-leistenschneider.de. Dann in der E-Mail muss die Adresse drin sein. Wir wollen ja was verschicken. Ja. Ja, ganz wichtig, wir verschicken nur innerhalb der EU. Ne? Ja. Und wer heute am Ausstrahlung des Livestreams als erstes uns eine E-Mail schickt, und zwar im Betreff, der kriegt von dir ein Bild, handsigniert, gerahmt, zugeschickt. Genau. Und im Betreff muss drinstehen das Bild, was einem am meisten gefällt, nämlich das Tier. Es sind ja überall stehen die Tiere drin, was du abfotografiert hast und was welche die fotografiert hast. Und wenn das Tier im Betreff drin ist, das Bild kommt. Beim ersten wird es nach Hause geschickt. So, genau. War jetzt schwierig. Das Ganze. Ich schaue mal, ob Fragen gekommen sind, die da sind. Eine Sekunde. Wollen wir hier ein bisschen umschalten. Haben wir Fragen? Ich glaube, wir haben jetzt so viel geredet. Da kommt nichts. Moment. Ja, viele Fragen beantworte ich ja auch hier. Du bist ja hier genau. Ich schau mal gerade.
warten wir noch ein bisschen. Ja, also natürlich, du hast natürlich die ganzen, ich sag mal, du beratst hier natürlich, man kann vorbeikommen, ja. Außer Montag, du bist heute montags ausnahmsweise hier, weil montags bist du normalerweise nie hier. Ne? Montags hat der Herr Brey frei. Ja? Genau. Das ist er im Wald oder im Feld. Wald im Feld, ne? Ja. Und ansonsten bist du von Dienstag bis Samstag hier, berätst ja. natürlich hier und bist ein super Typ, hast ein unheimliches Fachwissen auch. Natürlich, was auch die andere Fotografie betrifft, das darf man nicht vergessen. Also du bist ja nicht nur da. So. Ja. Also mein Schwerpunkt ist die Wildlife-Fotografie, aber Fotografie ist ein Handwerk ja. und die anderen Genres. Das sind sozusagen... Ne, kann man auch bestehen. Kann man auch du hast von allen Kameras eine Ahnung, auch wenn du hier mit Canon sozusagen fotografierst. Ja. Ne? Warten wir noch ein bisschen. Ich hoffe, es hat allen gefallen, was da ist. So. Ja. Ja, nochmal global gehalten. Das ist natürlich, jetzt klingt das erst, wenn du die Bilder siehst und einer fängt an, das schaffe ich nie. Doch. Das ist einfach eine Übungssache. Ne? Also irgendwann kommt der Punkt, dann weißt du, aha, da lag der Fehler. Das ist eigentlich der Schlüssel. Ne? Wenn du weißt, ich habe da was falsch gemacht, Belichtungszeit zu kurz, zu dunkel und so weiter. Ne? Das ist halt das. Ja. Wenn man das weiß, wo man den Fehler gemacht hat, und das erlernt man nur durch Übung, neu machen. Speicherplatz kostet heute nichts mehr. Wollte ich gerade sagen. Und ich meine, was wichtig ist, glaube wir beide, du hast ja auch im Fotografie, ist ja auch im RAW-Format, also keine Angst vom RAW-Format, die RAW-Converter, ich habe jetzt ein paar eingeblendet, DxO oder AC/DC und so weiter, die sind so einfach von der, ich sag mal, Handhabung heute, dass zum JPEG heute kein Unterschied mehr ist, aber der Farbumfang ist viel höher. Ne? Ja, du hast ja beim JPEG, glaube ich, 256 Farben, die du noch korrigieren kannst. Und der Unterschied ist ja eigentlich der, dass JPEG ist das entwickelte Bild. Das RAW will noch entwickelt werden. Mhm. Beim RAW hast du, glaube ich, 108.000 Farbabstufen, also deutlich mehr Bildinformation. Mhm. Und dennoch sollte man immer versuchen, dass das Foto so gut ist, dass man wenig Nachbearbeitung hat. Weil ich glaube, ein total überbelichtetes Bild ist einfach durch. Bild auch nichts mehr. Ne? Und das ist genauso, wenn das Bild komplett unterbelichtet ist. Du kannst die Tiefen hochziehen, das sieht aber nichts mehr aus. Das sieht aus wie Kartoffeldruck. Ne? Und also da sollte man darauf schon achten. Man hat ja auch eine Bildvorschau oder in den modernen Kameras. Du siehst ja schon im Sucher, wie das Bild wird. Du siehst ja schon, genau, du siehst ja auch im Bildschirm, auch nachträglich kann man ja sehen, ob was ist und wie weit sozusagen noch korrigiert werden muss bei der nächsten Aufnahme. Ja. Und je mehr man fotografiert, weiß jeder, desto weniger muss man es eigentlich dann machen. Ja. Und auch für die, die jetzt sagen, ich kann mir jetzt nicht alles merken, so eine Stunde geht es ja relativ schnell. Es gibt ja auch im Netz gibt's ganz hervorragende Leute, die auch bei YouTube sich einstellen. Genau. Zum Beispiel aus Deutschland der Chris Kauler, hervorragender Naturfotograf, Biologe übrigens. Ja. Oder für unsere englischsprachigen Zuschauer, würde ich sehr empfehlen kann, Grant Atkinson, Simon Dentremore, Glenn Bartley, Jan Wegener. Das sind so die Jungs, das sind halt die, oder Morten Hilmer, das sind die, an die man sich die anschauen soll, weil die erklären das hervorragend, die erklären auch, welche Fehler die gemacht haben und wenn man es eine Zeit lang gemacht hat, auch weiß, bei welchem Vogel oder welchem Tier nehme ich jetzt halt die Belichtungszeit, bei welchem kürzere, welcher längere. Das ist eine Sache der Übung. Kein Hexenwerk. Ja, ich schau mal noch. Ist was gekommen? Haben wir Fragen im Chat? Jo. Kommen. Eine Sekunde. Wollen wir noch ein bisschen warten. Von dir selber an dich selber. Von mir selber an mich selber. Das ist zwei Dimensionen. So, da kommen sie. So, ist eine Micro Four Third Kamera mit dem neuen, der neuen Panasonic G92 und dem Leica beispielsweise 2,8 für Micro Four Third, ist das auch eine gute Wahl? Ja, absolut. Ne? Also absolut. Ist ja auch klein und handlich, ne? Muss man sagen. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Naturfotografen, die auch mit der Micro Four Third arbeiten. Ich hatte am Anfang mal den Crop-Faktor erwähnt. Der ist ja bei Micro Four Third Sensor gegenüber dem Vollformat mal 2. Das heißt, du hast dann mit dem 200mm 2,8 entspricht es ungefähr 400mm. Man muss natürlich nur wissen, dass durch den kleineren Sensor die 2,8 ungefähr wirkt wie eine 4,0er Blende. Das ist natürlich die Schärfentiefe, wenn das größer ist, ne, was ja sozusagen nicht da ist. Ja, warten. So, da kommt noch eine Frage. Welche Nachteile hat die Wahl eines Zoom-Objektivs gegenüber einer Festbrennweite?
Ja, das sind die Zoom-Objektive. Es kommt nur auf die Preisklasse drauf an. Es gibt da verschiedene Preisklassen. Das ist natürlich, es gibt auch diese Rowler von 18 bis 300 mm. Da ist natürlich der Autofokus langsam, die Schärfe hinten raus verliert etwas. Also ein Zoom-Objektiv ist immer ein bisschen schwächer als als eine Festbrennweite. Jetzt kommt das Aber. Die Frage ist nur, in welche Nuance wir uns hier bewegen. Ne? Weil so ein Kärtchen, der wiegt dann 4 Kilo. Das große 600. Das große 600er. Und dafür kriegst du auch einen Gebrauchtwagen. Deswegen muss man nicht haben. Also es macht Spaß, natürlich damit zu arbeiten. Aber ein gutes Zoom-Objektiv, das reicht völlig aus. Weil oftmals leihen die Leute auch zu der Nachbearbeitung zu überschärfen. Und da ist das Bild nix. Dann hast du den Teller gezeigt, den wir haben. Der ist über uns zu beziehen. Was kostet er ungefähr? Der liegt ungefähr bei 119 Euro, glaube ich. Da gibt es noch so ein Distanzstück, das du auch brauchst, wenn du ein großes Objektiv brauchst, etwas höher ist. Also ist es aber 150 Euro. Am besten uns eine E-Mail schicken. Genau. Wir rufen zurück. Super robust. Tolles Teil. Dann die Frage ist, würdest du eher ein 150-600 oder ein 100 bis 400 mit Konverter verwenden? Ein 150-600. Also den Konverter außen vor lassen. So, dann... Auch warum? Soll ich das kurz erklären? Ja, natürlich. Also bei einem 150-600er, du hast halt deinen Autofokus, wie der geht. Jetzt hängt das vom 100-400er ab, welches du hast. Also ein 1-4er-Konverter, du verlierst ein bisschen an Schärfe und ein bisschen auch an Autofokusgeschwindigkeit. Jetzt kommt es darauf an, was willst du fotografieren? Größere Tiere, kleinere, sind die näher oder weiter weg? Ich habe auch bei dem hier, bei dem EF 100-400 Mark II, habe ich auch einen Telekonverter oft dran. Aber es hängt immer davon an, sitzen die oder stehen die, fliegen die schnell. Das gibt es keine Pauschalaussage. Auch hier in einer unserer Filialen vorbeikommen, wenn man nicht in Köln wohnt und es ausprobieren. Genau. Überall sind Fachleute. Ne? Ja. In Berlin ist ein Kollege Fischer, der auch viel fotografiert, Naturfotografie. Ja. Der wird da auch sicherlich Rede und Antwort stehen können. Ja. Haben wir noch Fragen? Das war's. Norbert. Ben, haben wir Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen früh. Wir sehen uns morgen früh. Und heute bist du ja offiziell gar nicht hier. Doch, bist du doch hier. Doch. Ne? Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja. Hat uns sehr viel Spaß gemacht auf Absolut. Die Vorbereitung. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns hier besuchen, aber auch die anderen Filialen in Berlin, in Duisburg, Krefeld, Düsseldorf, in Frankfurt. Freuen Sie über den Besuch. Wir haben immer all diese Dinge, die wir besprochen haben, wir vorführbereit. Die kann man ausprobieren. Und ich bin jetzt gespannt, wie viele Fragen, wie viele E-Mails zu deinem Bild kommen. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis demnächst wieder. Ja,